Ich lade dich jetzt ein zu einer Meditation, in welcher du dein persönliches spirituelles Wachstum erkennen kannst. Jeder Mensch befindet sich auf einer anderen Entwicklungsstufe und man könnte sagen, dass für alle Menschen das Ziel das gleiche ist, nämlich die Liebe. Und heute möchte ich dir ermöglichen, dich zu erkennen auf deinem Weg mit dem Ziel der Liebe, mit dem Ziel, so tief in die Liebe einzutauchen, wie es dein Verstand niemals erfassen könnte. Spirituelles Wachstum bedeutet, sich frei vom Kollektiv zu bewegen, sich nicht beeinflussen zu lassen, sondern fest mit einer Klarheit seinen Weg zu gehen, mit einer Klarheit voranzuschreiten, welche von Vertrauen getragen ist. Ganz wichtig ist es auch zu erkennen, dass es bei manchen Menschen Schwierigkeiten gibt, das spirituelle Wachstum voranzutreiben. Und so möchte ich dich bitten, stets auf deine innere Stimme zu hören und nicht so sehr im Außen zu suchen, was andere Menschen über dich denken. Denn sobald du dir Sorgen machst, was die Nachbarn über dich denken, wenn du spirituell bist, wirst du deine persönliche spirituelle Entwicklung nicht vollkommen vollziehen können. Es ist wichtig zu erkennen, dass dein persönlicher Weg für dich das Wichtigste ist, völlig egal, was andere Menschen darüber denken. Und auch wenn du vielleicht den einen oder anderen Freund verlierst, weil er dir nicht mehr folgen kann, weil du zu spirituell bist, dann gehe dennoch weiter. Gehe weiter und folge den Impulsen deiner Seele. Denn es ist deine Seele, welche dich führt und leitet. Das spirituelle Wachstum ist in bestimmten Stufen eingeteilt. Diese Stufen sind für jeden Menschen anders zu fühlen. Und je höher du kommst auf dieser Treppe, umso freier wirst du werden. Je höher du hinaufsteigen kannst in deiner persönlichen Entwicklung, umso einfacher wird es sein. Es sind die ersten Stufen, welche sehr schwierig sind. Denn mit den ersten Stufen gehst du aus der allgemeinen Denkrichtung des Kollektivs hinaus, in das Bewusstsein deiner Seele. Und sobald du das Bewusstsein erreicht hast und verstehst, dass jeder Gedanke, dass aus jedem Gedanken ein Wort, eine Tat, ein Ereignis wird, dass du damit dein Leben steuerst,
sobald du auf dieser Stufe bist und das klar erkennst, wird es einfacher werden. Aber auch wenn du manchmal einen Rückschlag erleidest, ist das nicht tragisch. Denn es sind alles Erfahrungen, die die Menschen machen müssen, um weiterzukommen. Das spirituelle Wachstum bringt dein Bewusstsein dazu, sich zu erweitern. Es bringt dein Bewusstsein dazu, in höheren Dimensionen zu fühlen und zu verstehen. Und du wirst dabei spüren, dass je mehr du dich entwickelst, umso mehr Liebe zu dir strömt. Denn es ist die Liebe das Ziel, was ein jeder spiritueller Mensch erreichen möchte. Und die vollkommene Liebe ist am konzentriertesten in den Feldern von allem, was ist. Sie tragen die Smarana-Energie und sie laden dich ein zu fühlen. Sie laden dich ein zu erkennen, dass auch du ein Teil davon bist. Und so ist es eigentlich gar nicht schwer, sich diesem Weg zu öffnen. Es reicht aus, zu vertrauen und sich dem Licht immer auszurichten. Du wirst dies für dich selbst fühlen und wissen, wie es für dich am besten ist. Solange du im Vertrauen bleibst, wird dir dieser Weg leicht fallen. Und sobald du den kleinsten Zweifel hast, wirst du erkennen, dass dich dieser Zweifel zurückhält und du vielleicht sogar vom Wege abkommst. Damit du dich leichter ausrichten kannst, werde ich dir nun die Smarana-Energie übertragen, damit du besser fühlen kannst und sicherer wirst in deinem Bewusstsein. Und so nehme dir jetzt die Zeit, die du benötigst, und erlaube dir, so tief wie möglich zu fühlen. Deine Seele, dein spiritueller Körper, deine Aura und Merkaba wird in der Smarana-Liebe gebadet. Spüre, wie dich diese Liebe vollkommen umgibt, und spüre auch,
dass du ein Teil davon bist, dass der Weg, den du eingeschlagen hast, der richtige ist und so dein spirituelles Wachstum voll unterstützt wird. Besinne dich immer auf deine Stärke, auf dein Herz und deine Liebe. Höre auf deine innere Stimme und lasse alles, was außen auf dich eindringt, einfach nur sein. Bewerte dies nicht und gehe deinen Weg weiter. Dann wirst du in einem Wachstumsprozess wie von ganz allein von der Zeit getragen. Der Fluss der Zeit führt dich in die Höhen deiner spirituellen Entwicklung. Und so ist die Energie, welche dir in dieser Meditation übertragen wurde, dein Begleiter, deine Unterstützung, deine Ausrichtung. Erinnere dich stets an diese Energie, wenn du einmal zu zweifeln beginnst, denn sie wird dich wieder auf den richtigen Weg bringen. Und so komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Um dich selbst zu fühlen und um zu wissen, dass die vollkommene Liebe immer bei dir ist.